Wo bist du? Herzlich willkommen zu Let's Play The Witcher 2. Ach Mann, was war das bitte für eine letzte Folge? Das war ja schon übel genug. So, aber erstmal natürlich Belohnung abholen. Da ist ja unser gutes Sivik, denn wir haben zwei verlorene Soldaten gerettet. Was willst du, Hexer? Hey. Okay, wo ist jetzt eigentlich unsere Belohnung? Ah, da steht's doch. Ich habe die Soldaten gefunden. Die Soldaten, die du vermisst hast, saßen im Kreis der Sabrina fest. Diese Arschkrampen. Dieser idiotische Aberglaube ist ihnen einfach nicht auszutreiben. Ah, die werden Latrinen schrubben, bis sie umfallen. Danke, dass du dich um sie gekümmert hast. Hier ist dein Lohn. Na, danke schön. Das wollte ich so oder so machen. Und jetzt können wir natürlich fragen, hast du was mit dem Visionär gehört? Ihr wisst ja, hier läuft eine Art Schweinepriester rum. Der sogenannte Visionär, der es mit Ritualen unter anderem auf sich hat. Außerhalb des Lagers soll einer leben, den man den Visionär nennt. Kennst du den? Die Soldaten reden von ihm. Aber ich habe ihn noch nicht getroffen. Und wenn ich ihn treffe, dann soll er bereuen, dass er meine Leute mit diesem ganzen abergläubischen Quatsch irre gemacht hat. Warst du bei der Verbrennung der Zauberin anwesend? Warst du bei Sabrinas Hinrichtung anwesend? Da war nur die 5. Kompanie vor Ort. Eigentlich schade. Ich hätte die Hexe gerne selbst brutzeln sehen. Geschah ihr nur recht. Nach dem, was sie den Männern angetan hat. Ich habe ja schon einiges gesehen. Mein Bruder ist bei einem Putsch in Rinde umgekommen, weil ein Magier sein Blut kochen ließ. Ich habe auch schon mal gesehen, wie ein Soldat eine tote Elfin schändete. Aber diese Sache vor 3 Jahren. Hexer, die Leute schmolzen wie Blei. So etwas vergisst man nicht. Na, so etwas vergisst man auch nicht. Das stimmt. Und Sabrina, die Hexerin, kennt ihr bestimmt auch, die wegen wirklich ihr dieser Fluch auf dem Lande ist. Warst du bei der Schlacht dabei? War ich. Aber ich will nicht drüber reden. Auf dem Schlachtfeld kämpfen die Geister der Gefallenen von damals. Sie machen einander nieder und verwandeln sich in grässliche Drauguren. Edirner wie Kedvenner. Sogar deine alten Kameraden sind dabei. Ich will ihnen helfen. Aber dazu muss ich Genaues über den Verlauf der Schlacht erfahren. Oh, Pest und Cholera! Also gut, hör zu. Die Schlacht begann am Nachmittag. Das graue Fähnlein geriet an vorderster Front in einen Hinterhalt. Wir wurden von der Haupteinheit abgeschnitten und niedergemacht. Wegen der Scheißkundschafter und Sabrina, die das Schlachtfeld überwachen sollte. Die Schlacht war in vollem Gange. Da, wo du diese verfluchten Furchen siehst, wurde damals gekämpft. Edirns Streitkräfte wankten bisweilen, aber bezwingen konnten wir sie nicht. Und zwar wegen Seldkirk. Wir hatten den Besucher und sie hatten Seldkirk von Guleta, den Ritter ohne Fehl und Tadel, Edirns besten Schwertkämpfer. Kaum waren wir irgendwo im Vorteil, tauchte er auf und wendete das Schlachtenglück. Dann warf sich Vandergrift selbst in die Schlacht. Er traf auf Seldkirk und ein Kampf der Titanen entbrannte. Schließlich schlug er den weißen Ritter vom Kopf bis zu den Eiern entzwei. Und dann fiel der Tod vom Himmel. Brennende Erdbrocken flogen durch die Luft. Das ganze Tal stand in Flammen. Verfluchte Magie einer verfluchten Zauberin. Ich verdanke mein Leben unserem Kaplan Krest. Er brachte mich vom Schlachtfeld und kehrte dann zurück, um noch mehr zu retten. Er besaß ein Medaillon, das vor Feuer schützte. Alle, die er rettete, haben überlebt, auch Edirna. Aber er selbst wurde schließlich doch Opfer der Flammen. Oh, 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 das ist nicht gut. Aber er hat mir geholfen und das finde ich ehrlich gesagt gut. Danke, Zivik. Ich passe auf das Feuer auf. Mach's gut. Das waren natürlich ein paar wichtige Informationen für uns, ja. Schönen Dank, dass du wieder eingeschaltet hast. Freut mich natürlich sehr. Alle natürlich hier halb besoffen und so weiter und so fort. Wir hatten ja einen Arena-Kampf in der letzten Folge, falls ich es noch nicht erwähnt habe. Und jetzt schauen wir natürlich erstmal in die Quest, was wir wirklich machen müssen. Der Blutfluch, das hat sich natürlich eigentlich aktualisiert. So, und dann haben wir natürlich auch noch König Henset liebt Gladiatorenkämpfe. Er war ein echter Kenner, könnte man sagen. Natürlich wollte er unbedingt
Geralt, den berühmten Schwertkämpfer in der Arena, gegen die größten Säbelrassler Catwens kämpfen sehen. Nicht lange und Hänsels Arenameister Proximo forderte Geralt auf, sich am Turnier zu beteiligen. Kämpfe auf Leben und Tod waren es nicht, doch die Schläge und Stöße waren deswegen noch lange nicht vorgetäuscht und echtes Blut befleckte den sandigen Arenenboden. Es wurde von Morgengrauen bis zum Sonnenuntergang gekämpft. Der Hexer dachte kurz nach und suchte nach dann Proximo auf, um sich anzumelden. Ja, ganz genau. Sprich mit Proximo über die Teilnahme am Turnier. Die Zweikämpfe finden tagsüber statt. Aber das will ich ja noch nicht jetzt unbedingt machen, denn ich möchte so eine Rüstung suchen. Die müsste jetzt hier auch irgendwo sein, aufgelistet sein. Da, die Catwinner hatte... Ah, da steht's auch, das Symbol des Mutes. Die Catwinner hatten einen Lieblingshelden, Zeldkirk. Ja, den suche ich jetzt auch. Doch wo bleibt er und wo ist der vor allem? Wo bist du? Was soll ich denn sonst machen? Ja, Zeldkirks Rüstung, die suche ich nämlich. Allerdings weiß ich gar nicht, wen ich fragen soll. Und vermutlich wäre es natürlich am besten hier. Ich frage mal Igo. Sei gegrüßt. Okay, Igo hat nichts zu sagen. Und Rodik aus Devon? Ich kann nur für dich hoffen, dass du kein Soldat bist. Oh, Backe. Ja, die Soldaten haben es hier natürlich sehr schlecht. Die leiden hier fast alle an Depressionen. Oh, wer ist er denn? Isidor. Na, erstaunt dich der Anblick eines Zwergs an der Leine? Suchst du ein außergewöhnliches Schimpfwort? Nur zu, verblüff mich. Du bist aber nervös. Nervös? Das ist gut. Ich bin ein trefflicher Söldner, du seltsamer Mensch. Ein Pionier und nicht nervös. Ein Pionier? Nicht so ein Pionier. Ich baue Befestigungen, Kriegsmaschinen, Pontonbrücken, Gräben, Schaufeln entspannt. Das meinte ich. Hast du vielleicht ein paar Teile von diesen Maschinen übrig? Abgeschriebenes Heeresgerät natürlich. Ich könnte es für Ungeheuerfallen brauchen. Hab ich. Warum auch nicht? Ja, dafür will er aber natürlich Geld. Das ist bestimmt klar wie Kloßbrühe. Und wir können mal schauen, was er so hat. Natürlich nur Blödsinn, brauche ich nicht. Shit. Ne, der hat keine Ahnung davon. Fragen wir mal die anderen. Braut sich was zusammen? Ärger? Suchst du was Bestimmtes? Oh ja. Oh, ich kann sogar Arm drücken. Komm, mach in mal. In eurer Kompanie sollen die stärksten Soldaten dienen. Das stimmt. Trittst du im Armdrücken gegen mich an? Warum nicht? Wenn du kämpfen willst, Geld auf den Tisch. Na komm, machen wir mal 15. Fangen wir an. 15 Euro. Ich habe das noch nie gemacht, also muss ich versuchen. Ah, ich verstehe. Okay, ich muss hier balancieren. Oh mein Gott, wie geil ist das denn bitte? Besiegt! Kannst ganz schön zupacken. Du aber auch für einen Menschen. Wie geil ist das denn bitte? Der Hexer schlägt sie alle, Catwin-Lager. Suche nach Gegnern zum Armdrücken. Ja, der war natürlich schlecht. Und was ist hier? Ah, etwas wie ein Krankenhaus bestimmt, oder? Ah, sieht nicht so aus. Ja, ich brauche auf jeden Fall Informationen zu dieser Rüstung. Wer hätte hier überhaupt die Ahnung? Und was machen die da hinten, die Burschen? Was ist denn hier los? Halt du dich da raus! Sabrina war schon zu Lebzeiten eine Heilige. Wisst ihr noch, wie sie die Versehrten heilte? Jetzt ist sie tot und kann niemandem mehr helfen. Ich glaube dem Visionär. Wehe denen, die das Wort eines Weisen nicht achten. Nein, wehe denen, die Mumpitz für Weissagungen halten und kalte Leichen für grüne Eichen. Gut. Ich mische mich mal nicht ein, aber irgendwie interessiert mich das. Komm, lange Finger. Sagt mir, worüber ihr streitet. Ich habe zum Schutz vor den Fallen der Skoyatel eine Reliquie gekauft. Die da behaupten, ich hätte mich reinlegen lassen. Das ist ein Stück Abfall, keine Reliquie. Ey, das könnten wir sehen. Das ist doch interessant. Zeig mir die Reliquie doch mal. Und wieso? Wie es der Zufall will, habe ich auch so einen Nagel. Allerdings ist meiner rostig und dieser hier sieht aus wie neu. Und das heißt, dass ich recht hatte. Der Krämer hat dich beschissen. Mit dem möchte ich gerne mal reden. Dann beeil dich. Wenn er mich wirklich betrogen hat, reiße ich ihm nämlich den Kopf ab. Bis dann.
Symbol des Mutes. Ja, das müssen wir natürlich suchen und ich glaube, hier kann ich sogar runter, ne? Ja, hier kann ich runter, aber ich glaube, da ist nichts. Zumindest nichts Wichtiges. Wir müssen natürlich hier im ketwänischen Lager Seldkirks Rüstung abfragen. Ach Mann, hier in der Taverne vielleicht? Jan Jochem. Ich kann nur für dich hoffen, dass du kein Soldat bist. Ja, das sagen wohl alle. Bewegt von den Weisheiten des Propheten Majoran? Mit einem Oren kannst du seinen Anhängern helfen. Nein, danke. Für einen Oren schreibe ich dir auch was Kluges auf. Geizhals. Geiz ist geil. Naja. Ich glaube, der Typ kennt keinen Saturn. Und wer ist er? Reliquienkrämer. Hey. Reliquien, Artefakte, Berlocken, Talismane. Kostbar jenseits aller Vorstellungskraft. Angeblich hast du Jahons Spieß. Hey, der hat ganz schön viele Hinweise. Du hast den Spieß, mit dem Jahon Sabrinas Herz durchbohrte. Das hat er dir gesagt? Ich dachte, der alte Spinner wollte seine vergangenen Sünden vergessen. Gib mir den Spieß sofort. Ich brauche diesen Spieß. Pech gehabt, Hexer. Ich habe ihn vor Jahren zuletzt gesehen. Was ist mit ihm geschehen? Wie ähnlich wir uns doch sind. Du willst Erkenntnisse, ich will Geld. Und wir beide brauchen die Hilfe des anderen dazu. Wie viel? Ich will die Hälfte deines üblichen Satzes für einen Auftrag. Alter, nee, so geht das nicht. Nein, das sag's mir und wir gehen friedlich auseinander. Das wäre natürlich besser. Aggressiv hier, ganz schnell. Sag mir, was du weißt, dann trennen wir uns im Guten. Du kennst den Preis. Weiter runter gehe ich nicht. Wenn ich erzähle, was für ein Betrüger du bist, kannst du einpacken. Erzählen kannst du viel. Beweise bräuchtest du. Wie günstig, dass ich einen echten Nagel gefunden habe. Der sieht dem glänzenden Schrott, den du verhökerst, überhaupt nicht ähnlich. Wie hast du es geschafft, dahin zu kommen? Jetzt erzähl nicht ich, sondern du. Sabrina hat Jahon das letzte bisschen Verstand gekostet. Den Spieß habe ich einem Wirt abgekauft. Jahon hatte ihn für ein zünftiges Besäufnis verpfändet. Da hat er sich schon in die Berge zurückgezogen, wohin sich sonst keiner traut. Einige nennen ihn nun den Visionär, aber ich glaube, er hat schlicht nicht mehr alle Tassen im Schrank. Weiß der Kuckuck, warum die Bestien ihm nichts tun? Mein Fischlieferant meint, dass manche Monster den Geruch von Tran nicht ertragen können. Jahon fertigt daraus Kerzen. Was hast du mit dem Spieß gemacht? Schande über mich, ich habe ihn verspielt. Umso schlimmer, als ich heute ein Vermögen mit dem Ding machen könnte. Ich habe ihn an einen Soldaten verloren, der danach im Pontatal gegen die Eichhörnchen gekämpft hat. Später erzählte er mir, dass er damit ein hohes Tier der Skoyatel durchbohrt hat und der Spieß dabei abgebrochen ist. Als wäre es ein verdammtes Turnier gewesen. Und man höre und staune. Dieser Anführer lebt noch. Er soll sich jetzt bei dieser Füchsin aus Edirne aufhalten. Alles Missgeburten, diese Elfen. Aber wer weiß... Vielleicht hat er die Spitze des Spießes noch. Jorvet? Du kennst ihn? Ich erzähl's dir. Nur 100 Orens. Pah! Das ist ja Hammer hier. Geizhals! Erzähl mir mehr über Sabrina. Kannst du dich an die Zauberin Sabrina erinnern? Das war eine ganz normale Zauberin. Außen eine blutjunge Nymphe, innen eine alte Vettel. Wenn du mehr über sie wissen willst, dann frag den Irren mit den Kerzen. Irren mit dem Kerzen? Du meinst den Visionär, ne? Ich fand Fußspuren, wo Sabrina hingerichtet wurde. Weißt du darüber etwas? Wie sollte ich? Du hast sie doch gefunden, nicht ich. Seltsam, dass deine Schuhe so mit Asche beschmiert sind. Psst. Na gut. Was willst du wissen? Erzähl mir mehr über Sabrina. Kannst du dich an die Zauberin Sabrina erinnern? Das war eine ganz normale Zauberin. Außen eine blutjunge Nymphe, innen eine alte Vettel. Wenn du mehr über sie wissen willst, dann frag den Irren mit den Kerzen. Na, das haben wir schon eigentlich gefragt. Ich suche nach Andenken der Schlacht. Ich interessiere mich für Gegenstände der Soldaten, die hier vor 3 Jahren gefallen sind. Nicht irgendwelchen Schrott, wohlgemerkt. Sie müssen magische Kräfte haben. Und das kann ich beurteilen. Nicht meine Sache, Hexer. Ich mache in Reliquien. Na toll. Ich glaube, mehr hat er auch nicht, oder? Mach's gut.
Sprich mit Detmold über den Geisternebel. Ja, müssen wir natürlich auch machen, aber das ist nicht mein Ziel. Mein Ziel ist es nämlich... Schaut mal hier, der Hexer schlägt sie alle. Catwin-Lager, bla bla bla. Das Symbol des Mutes, das will ich ja machen. Mann, diese Rüstung ist mir so wichtig. Wo bist du? Was ein Mut? Du suchst Odrin? Was weißt du über die quadratischen Münzen? Ich sammle alte Münzen. Im Lager? Bist du übergeschnappt? Angeblich kriegt man hier Münzen aus Übersee. Quadratische. Mit Fisch. Kenn ich nicht. Verpiss dich. Hast ganze Arbeit geleistet. Ja, jetzt müssen wir natürlich erstmal diese blöde Rüstung finden. Ich glaube, das wird am schwersten von allen Dingen hier. Oh Gott, das kann was werden. Und wer ist er? Gilbert? Verpiss dich, Hosenscheißer. Von so einem Grünschnabel wie dir lasse ich mir das nicht bieten. Komm her, du. Wie soll man dich Hosenscheißer sonst nennen? Und jetzt verschwinde. Genau, mach's dir im Schweinestall bequem. Da ist dein Platz. Autsch. Okay, gleich gehen wir dahin. Gegrüßt. Jetzt. Wie heißt der Mavic? Alles in Ordnung? Geh lieber. Der alte Mavic ist keine gute Gesellschaft. Es sei denn, du willst dich über mich lustig machen. Ich hab gesehen, was passiert ist. Um was ging's denn? Diese Idioten gehen mir sonst wo vorbei. Ich hab ein viel schlimmeres Problem. Meine Albträume wurden Wirklichkeit. Und sie sind gefährlich. Albträume kenne ich auch. Erzähl mir von deinen. Eines Nachts saß ich am Strand. Ich betrachtete die Sterne, schlief wohl ein. Und dann hatte ich den Traum. Ich träumte von meiner Liebsten mit Brüsten so weich, einer Stimme so lieblich. Ich sah und hörte sie, als wäre sie wirklich da. Doch plötzlich verwandelte sich ihre Stimme in ein Grollen. Ich erschrak und öffnete die Augen. Aber sie verschwand nicht und hörte nicht auf zu sprechen. Sie schwebte über mir und griff nach mir mit Klauen. Eises Kälte schlug mir entgegen und dann geschah es. Ja? Ich bin kein Feigling. Viele Schlachten habe ich geschlagen. Aber Menschen sind das eine und diese abscheuliche Kreatur. Tja, ich hatte plötzlich die Hosen voll. Seitdem nennen sie mich Hosenscheißer und lachen über mich. Oh Gott. Na gut, das ist doch übertrieben, muss man ja auch mal sagen. Ich meine, Albträume hin oder her, kann ja jedem passieren. Auch den Soldaten hier, die natürlich mehr als unter Depression erleiden, bei dem Leben, was sie führen. Ich habe niemanden gesehen, der sich über dich lustig macht. Außer den zwei Saufbrüdern. Dann guck genauer. Das ganze Lager amüsiert sich über mich. Na gut. Ich könnte ihn natürlich beleidigen, aber... Was hast du am Strand gemacht? Das ist natürlich auch nochmal eine Frage. Was wolltest du am Strand? Wir hatten dort bei Hänsels letztem Feldzug in einem Hausquartier bezogen. Meine Einheit hielt nach dem Avens Truppen Ausschau, die den Fluss überqueren sollten. Ich wollte einfach nur von alten Zeiten träumen. Du warst beim Feldzug vor 3 Jahren dabei? Sicher. Bin knapp genug davon gekommen. Liva hat mich gerettet, eine heilkundige Hure. Wenn du mehr wissen willst, red mit ihr. Sie weiß alles über das Lager. Alles? Das ist doch mal gut, Liva. Eine Hure, eine heilkundige Hure, ich verstehe. Zu welcher Stunde ist es ungefähr passiert? Weißt du noch, zu welcher Stunde die Kreatur erschienen ist? Ich ging nach meinem Wachdienst zum Strand. Etwa eine halbe Stunde vor Mitternacht. Ich weiß nicht, wie lange ich schlief, aber als ich ins Lager floh, wurde es schon hell. Na gut. Gegen eine Gebühr schaffe ich dir den Geist vom Hals. Ich schaffe dir die Kreatur vom Hals, aber meine Dienstleistungen sind nicht billig. Mein Sold ist nicht groß. Ich habe nur diesen kleinen Beutel Orens und ein wenig Tabak. Könntest du haben? Ja klar, kein Problem. Also gut. Maverick, die drei Schwestern. Untersuche nachts das Haus an den Klippen und das Flussufer. Das kann ja mal was werden. Heiliger Bimbam. Was ist hier bitte in diesem Lager los? Hier gibt's ja so viele Quests, irgendwelche Leute sprechen uns an. Irgendwelche besoffen, dann da Nutten, dann hier Nutten.
Oh, Backe. Und der Typ da hinten, der will's wirklich wissen. Naja, wir sehen uns nächstes Mal vielleicht bei den permabesoffenen Soldaten hier bei Let's Play The Witcher 2. Ich freue mich natürlich und wir sehen uns nächstes Mal.